Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal mal wieder ein Haul. Hatte ich schon lange nicht mal, und zwar ein DM-Haul. Ich habe bei DM einmal bestellt und einmal war ich noch so da. Und das ist dieses schwere, riesige Paket hier. Und ich würde sagen, wir gehen eins nach dem anderen durch. Die Preise schreibe ich euch hier irgendwo hin. Da oben, denke ich mal, oder da. Mal gucken. Ihr werdet sehen. Und ich fange einfach mal an. Als erstes habe ich hier von Balea ein Cremebad Himbeertraum. Ich mag die sehr gern. Die kosten, glaube ich, 1,19 Euro. Ihr werdet es, wie gesagt, hier gleich irgendwo sehen. Und dafür sind die echt gut. Und gerade diesen Duft, den habe ich auch gerade noch. Finde ich unglaublich toll. Wenn ihr den noch erwischt, riecht mal dran. Das ist super, super schön. Also Himbeer und Pfirsich. Und es riecht einfach sehr, 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 sehr gut. Also ist genau mein Geschmack. Und gerade für den Sommer ist es echt schön. Dann habe ich hier von, auch von Balea, fast alles ist hier von Balea, eine Cremeseife, und zwar Ginger and Lemon. Ich mag sowas, solche Gerüche, also Ginger Lemon, den Geruch, glaube ich. Ich konnte jetzt so noch nicht dran riechen, aber riecht bestimmt ganz gut. Ich habe nur noch eine, nämlich auf Reserve, und dann benutze ich die und fällt mir gerade auf, eventuell habe ich die sogar auf Reserve. Egal, dann habe ich sie zweimal. Hatte ich jetzt die nochmal nachgeguckt, aber ich habe die gesehen und dachte mir, ja komm, die nimmst du auf jeden Fall mit. Dann von Got2be, also Schwarzkopf, Got2be Trockenwäsche. Ein neues Trockenshampoo, das ist nämlich auch relativ neu. Das ist extra frisch, sofort frische Reinigungseffekt, langanhaltender Duft, frisch und fruchtig. Werde ich demnächst mal ausprobieren. Ich habe im Moment noch eins in Gebrauch, was auch neu ist. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma das ist. Aber das hatte ich letztens, wo hatte ich das drin? Das war in irgendeiner Box. Ach, in dieser DM-Lieblinge-Box, da war das nämlich drin. Und das brauche ich jetzt erstes Mal auf. Dann habe ich mir eine Mundspülung geholt, und zwar Listerine Advanced White. Einfach mal ausprobieren wollte ich die, keine Ahnung, ich hatte jetzt noch nie so eine Mundspülung so richtig benutzt. Ich hatte mal einmal eine benutzt oder so. Aber jetzt will ich die mal wirklich auf längere Zeit ausprobieren und gucken, wie die ist. Dann habe ich mir gedacht, ich glätte ja eigentlich immer meine Haare und ich habe jetzt ewig nicht mal mit Hitzeschutz gearbeitet. Und dann dachte ich mir, komm, nimmst du jetzt nochmal einen Hitzeschutz mit, auch von Balea. Hitzeschutzspray, Schutz vor Austrocknung, Hitzeschutz bis 220 Grad Celsius. Ich weiß mal nie, ob das was bringt. Ich meine, das kann man schlecht nachvollziehen, ob das wirklich hilft den Haaren. Aber ich wollte es jetzt mal wieder benutzen, weil schon allein das Gefühl, dass man was für seine Haare tut, ist immer ganz gut. Deswegen mache ich das. Dann noch etwas für die Zähne, und zwar von Signal White Now, sofort weißere Zähne, Triple Power Gold. Habe ich nur gekauft, also ich habe es zufällig so gesehen, als ich die Mundspülung nämlich kaufen wollte. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist doch die Zahnpasta, die mal in der Glossybox war. Und die ist von innen blau wie so Tinte, wirklich. Also eure Zähne sind beim Putzen, ihr denkt, ihr blaue Zähne, wirklich. Also richtig, richtig krass. Und die schmeckte ganz gut und deswegen dachte ich mir, nehme ich mir die nochmal mit, weil ich eigentlich, also ich fand die halt einfach ganz gut. Deswegen. Dann habe ich hiervon gleich zwei mitgenommen. Ich mag diese immer sehr gerne. Die kosten, glaube ich, ich weiß nicht, unter 1 Euro auf jeden Fall die Badezusätze hier. Das sind, habe ich zweimal Kräuterbad, Salbei und Limette, ist nämlich neu. Und ich mag so Limettendüfte, wie ihr, glaube ich, noch ein paar Mal hier drin erkennen werdet. Und da habe ich mir gleich zwei mitgenommen, weil ihr wisst, wie gerne ich bade, wenn ihr meine Vlogs und alles schaut. Und auch die Aufgebraucht-Videos, da erzähle ich es eigentlich immer. Und da brauche ich immer so einen kleinen Vorrat, weil ich jetzt auch nicht so oft zu DM komme. Und wie gesagt, die kosten, glaube ich, um die 70 Cent oder so. Und dann nehme ich mir da immer ein paar von mit. Und jetzt habe ich halt die zwei mitgenommen. Dann wollte ich etwas ausprobieren, wo ich eigentlich nicht von überzeugt bin, dass es das hier, dieses Produkt auf jeden Fall was bringt. Und zwar von Balea den, das Teint Perfection Wimpernserum für längere und dichtere wirkendere Wimpern. So sieht das aus. Habe ich schon aus der Verpackung geholt. Ich habe es gestern das erste Mal verwendet. Ist halt wie so ein Eyeliner. Tragt ihr einfach wie so einen Lidstrich auf. Und ich weiß, dass solche Produkte was bringen können. Also ich hatte schon eins, wo ich definitiv was gesehen habe. Aber ich dachte mir, ich probiere jetzt mal so ein Drogerieprodukt aus, kostet um die 5 Euro. Und wenn das nichts bringt, werde ich mir, denke ich, so im Winter mal Revital Lash dann holen und hoffen. Also nicht hoffen, bei Revital Lash bin ich mir 100% sicher, dass es was bringt. Aber ich wollte erstmal eine günstige Variante testen. Dann etwas richtig, richtig Leckeres. Also wirklich Balea Duschpeeling Sommerliebe. Für ein zartes Hautgefühl mit Melonenduft. Das sind zwei Melonen, einmal Honigmelone und Wassermelone. Und dieses Peeling riecht so gut, wirklich. Ich kann es euch nur empfehlen. Oh, sorry, ich habe mein Handy auf laut. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es riecht unglaublich gut. Und die Peelings von Balea mag ich auch eigentlich sehr, sehr gern. Wie immer eigentlich, wenn ich bei DM bin, hole ich mir von Balea das Shampoo Sensitive. Ihr kennt es aus meinen Aufgebraucht-Videos. Habe ich schon oft genug erzählt, weil ich so eine
ja, keine Ahnung, ich sag mal, eine sensitive Kopfhaut halt habe, benutze ich das immer für den Kopf, also hier oben. Und in die Längen gebe ich dann ein anderes Shampoo, was irgendwie ein bisschen mehr Pflege beinhaltet, sag ich mal. Jetzt zu dem Highlight der Bestellung. Und zwar war das auch der Grund für die Bestellung, dann habe ich halt einfach noch einfach voll viel mitbestellt. Und zwar ist es von BH Cosmetics die Mrs. Bella Palette. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon, kostet so wenig nur. Und ja, das sind einmal 12, sind es insgesamt 12, ich weiß gerade gar nicht. Ihr könnt mal schauen, also hier oben ist einmal ein Spiegel drin. Und hier unten sind die Farben. Da sind einmal außen die zwei Highlighter, die sehr gut sein sollen. Ich habe sie gestern nochmal geswatcht, muss man halt natürlich nochmal auf der Haut dann sehen. Und die ganzen schönen Farben, also ist recht natürlich, aber man hat auch so ein Rot, was, wo man schon ein bisschen was mit Besonderes machen kann. Und das Ganze für so wenig Geld und die möchte ich unbedingt ausprobieren, finde ich richtig cool. Ja, einmal das. Dann habe ich hier, was ich auch ganz neu ist, auch die ganze Reihe, da gibt es mehrere Produkte von. Finde ich total interessant und ich finde das Design schon mal sehr geil, finde ich super schön. Bodyfit Cellulite Algenwickel. Mit Meersalz, Algenextrakt und Koffein für straffere, glattere Haut. Da habe ich mir zwei Stück von mitgenommen, weil ich das total spannend finde. Ich bin total auf diese Anwendung gespannt, ich habe das noch nie gesehen. Das wickelt ihr, das sind so, ja, das so ein lange, ja, so eine Wickel halt. Wie soll man es erklären? Und dann wickelt ihr es euch einfach vom Bein an, so ein bisschen vom Knie, bis nach oben, so auch um den Po rum. Und ich bin super gespannt, ob das was bringt, ob vielleicht auch einfach Placebo-Effekt, sondern dass man sich vorstellt, es bringt was. Reicht mir auch. Also natürlich fände ich es cool, wenn es wirklich was bringt. Aber das finde ich auch schon mal sehr cool. Und dazu passend habe ich mir dann noch mitgenommen, das wollte ich dann aber danach benutzen, noch die Gelcreme aus der Reihe. Wollte ich dann auch noch benutzen. Und ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Upsala. Da werde ich bestimmt mal berichten in einem Aufgebraucht-Video oder so. Also da werdet ihr bestimmt noch was drüber hören. Dann als nächstes habe ich hier, was glaube ich auch neu ist, jedenfalls habe ich das tatsächlich noch nie gesehen, Augenbrauen-Enthaarungsstreifen mit Aloe Vera und Mandelöl. Also sind wohl so wirklich schon ausgeschnitten, dann kann man sich das hier einfach wachsen, sage ich mal. Ich war ja im Urlaub, habe ich meine Augenbrauen wachsen lassen und ich war sehr begeistert danach, weil wirklich mal alle Härchen so weg waren, die gestört haben. Und jetzt möchte ich das eigentlich nicht mehr schleifen lassen, sondern immer mal nachwachsen und das werde ich damit versuchen auf jeden Fall. Ich habe ja mal gesagt, ich werde mir nicht mehr so viel Duschgel kaufen, weil ich aus Boxen so viel Duschgel habe. Bei zum Beispiel Gesichtscremes und so und Körperlotions trifft das immer noch zu. Aber tatsächlich habe ich nur noch jetzt ein Duschgel auf Vorrat. Und da dachte ich, komm, bei Balea kosten die 50 Cent, dann nimmst du dir mal welche mit. Da habe ich mir zum einen wieder mal mit Limette hier diese Cremedusche mitgenommen. Die gibt es, glaube ich, immer. Die ist im Standardsortiment. Finde ich sehr, sehr gut. Riecht toll. Und dann noch hier so eins aus einer Limited Edition. Und zwar Viva Cuba mit Limetten- und Hibiskusduft. Also ihr merkt, so Limetten-Zitrusdüfte mag ich sehr, sehr gerne. Dann kommen wir mal zum Thema Füße. Und zwar gehe ich mal der Reihe nach. Da habe ich mir zuerst hier, weil ich pflege meine Füße sehr gerne. Also mir macht das auch Spaß, meinen ganzen Körper, sag ich mal, zu pflegen, einzucremen und dann einfach ein schönes Gefühl zu haben. Und daher habe ich mir auch ein paar Sachen für die Füße gekauft. Und zwar einmal das Todesmeer Fußbad. Flüssiges Badesalz mit 30% totes Meersalz für strapazierte Füße ist einmal dies hier, einfach um die Füße so ein bisschen aufzuweichen und denen Pflege zu spenden. Und dabei oder danach oder je nachdem, dann habe ich noch ein Fußpeeling, lovely, mit Minzöl und Blutorangenextrakt. Einfach um so ein bisschen die alte Haut abzuschrubbeln, sage ich mal, damit die Füße schön weich sind und am Ende, wenn sie dann schon weich sind, muss natürlich noch die passende Pflege drauf und da habe ich hier Fuß und Bein Eisgel mit Menthol und Minzöl. Erfrischende Pflege, dachte ich zum Sommer, wenn mal die Füße vielleicht warm sind, dass man dann ein bisschen was Kühlendes hat. Ja, alles für die Füße. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine Sammlung an Masken und allem möglichen Zeug. Also zuerst mal habe ich hier Nose Stripes, die finde ich nämlich ziemlich gut. Habe ich mir zwei so von Balea mitgenommen, weil ich jetzt tatsächlich endlich mal festgestellt habe, dass ich die gut finde. Und dann dachte ich, nehme ich mir noch welche auf Vorrat mit, weil wie gesagt, ich komme nicht so oft zu DM. Und dann habe ich etwas Neues bei DM auch gefunden an Masken. Ich mag ja immer so die Garnier Thermomaske, die so wirklich warm wird auf der Haut, sodass man so die chemische Reaktion, sage ich mal, spürt. Und das finde ich, die ist einfach unglaublich toll, aber kostet halt fast 2 Euro. Und dann habe ich jetzt bei Balea für 70 Cent dieses hier gefunden. Die Soft and Clear Anti-Pickel Wärmemaske, das stelle ich mir ähnlich vor.
Und ja, da habe ich mir dann direkt 4 Stück von mitgenommen. 4 Stück, jeweils 2 Anwendungen. Also habe ich hier 8-mal was von. Und ich hoffe, die ist so gut wie die von Garnier. Dann freue ich mich sehr. Dann natürlich noch andere Masken, weil ich liebe einfach Masken über alles. Benutze ich ständig, mindestens 1-mal in der Woche, aber meistens 2-mal die Woche. Und da habe ich hier auch eine neue, und zwar Multimasking mit bunten Tonerden. Oben ist einmal für die Wangen und dann noch für die T-Zone. Die war auch ein bisschen teurer, muss ich mal gucken, ob ich das gut finde. Dann ebenfalls die Limited Edition von Chabens, Superfruit, spendet Feuchtigkeit. Und dann noch 3 Stück von Luvos Heilerdemasken. Alle, die es gab, Anti-Stress-Maske, Anti-Pickel-Maske und die SOS-Detox-Maske. Ja, dann habe ich wieder einen riesen Vorrat, was Beauty-Zeug angeht. Und ich wollte mir eigentlich nur eine Palette kaufen, aber naja, es ist, wie es ist. Es ist passiert. Und ja, das war es dann schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen oder mir einen Kommentar schreiben. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.